Hey ihr Menschen, die gerne irgendwelche gruseligen Sachen flüstern. Willkommen zurück zu Lamentum und vielen Dank fürs Einschalten, Liken und Kommentieren. Jetzt geht's weiter. Ja, wir haben letztes Mal diesen Musikanten besiegt, der mit der Geige, seiner teuflischen Violine. Oh, was ist das hier? Okay. Das hört auch nie auf zu regnen irgendwie, ne? Das ist immer alles... Oh, da ist sie wieder. Mary, was tust du hier? Ich bin dir gefolgt. Ich wollte nicht alleine sein. Ich hatte schreckliche Angst. Du darfst mir nicht folgen. Es ist zu gefährlich. Jemand könnte sich um dich sorgen. Niemand sorgt sich um mich. Ich war schon immer allein. Weißt du, dass ich Alyssa getroffen habe? Einmal, als ich aus meinem Zimmer ausbüchste, traf ich sie im Garten. Sie war gut zu mir. Sie sorgte sich um mich. Du kennst Alyssa? Wir trafen uns immer wieder im Garten und gingen spazieren. Doch eines Tages, als ich wieder auf sie, wie immer auf sie wartete, kam sie nicht. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich weiß nur noch, dass ich in mein Zimmer geweint habe und du mir diese Puppe gabst. Du bleibst besser hier. Komm nicht noch einmal hinterher. Pass auf dich auf. Diese Puppe also. Oh, was ist das denn? Irr. Seltsam. Ich habe vage Erinnerungen an diesen Ort. Auf diesen Steinplatten ist ein Muster. Wenn ich etwas falsch mache, wird der Weg versperrt. Wow, und nicht nur, dass ich krieg Schaden, Alter. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Boah. Ein Ast. Hä? Ein dicker, robuster Ast. Aber ich kann nicht damit zuhauen. Sehe ich nicht, für was der Ast jetzt gut sein soll. Helgeiner Scheißer. Oh. Ah. Warte, ich will das nicht nochmal machen müssen. Dann muss ich nämlich den ganzen Boss nochmal töten. Nur so, als Info. Ach, du Scheiße. Der halbe Garten macht hier Riot. Oh. So, hier ist dann auf jeden Fall was zum Speichern. Was mache ich dann mit dem Ast? Kann ich denn irgendwie kombinieren mit der Muskete oder? Nee, das ist Quatsch. Ah, ich weiß, was ich mit dem Ast mache, Leute. Ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Ihr auch? So. Kommt erstmal das weg. Der Schlüssel kommt weg. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Endlich habe ich die Antwort. Was ich mit... Ja, was ich mit dem Ast machen kann, wie ich an was Bestimmtes rankomme. Ihr erinnert euch. Und dann als letztes noch den Schlüssel der Unendlichkeit, dann haben wir alles. So. Nehmen wir gleich die Krone mal mit, glaube ich. Dann kann ich die schon mal einsetzen. Ich frage mich, die Schaufel, brauche ich die jemals wieder für irgendwas? Nee, ne? Ja. Oh nein, oder? Es geht doch nicht. Ach Mann. Ich dachte, ich kann den Ast hier einsetzen. Echt schade. Mann, oh. Komm doch, die Krone, die werden wir ein anderes Mal benutzen. Wenn ich eh in die Bibliothek muss. Oh, ist das schade. Ich dachte, ich krieg endlich meinen Säbel. Verdient, sage ich nur, Leute, verdient. Aber nee. Ätzend. Oh nee, ganz an der Seite.
Ja. Oh. Und die Schlotz raus. Okay. Schön, schön. Munition. Mehr. Oh. Was? Eine seltsame Münze. Sie hat keine Inschrift. Nur etwas, das wie ein Wurm aussieht auf beiden Seiten. Okay. Ach nee, oder ist das jetzt wieder sowas wie die Zähne? Wo ich nicht weiß, für was es gut ist und irgendwann brauche ich das. Oh Leute, ich habe gerade ganz schlechtes Gefühl. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt verschiedene Endings im Spiel. Okay, also... Was ist die Reihenfolge jetzt? Das A war falsch. Also ich muss hier unten anfangen, dann A. Malen wir das, glaube ich, mal auf. So, warte, ich mal's mir mal auf. Ja, wo fange ich denn an, ist die Frage, ne? So. Als nächstes das Dreieck. Wird einem hier nicht gesagt, wo das erste Symbol ist. Als Trial and Error, oder was? Und dieses O. Das aussieht wie das Symbol für Weiblichkeit. Und dann das A. Na gut. Also fangen wir mal an hier. Ja, ist natürlich falsch. Cool. Das Dreieck ist richtig. Warte mal. Oh. Das hier das Richtige? Hammer! Wenn alles falsch ist, was ist denn das Richtige bitte? Doch das hier. Dann das. Dann das. Dann das. So. Dann das, dann das. Das, das. Das. Das, das, das. Tada. Und den Schädel. Wieder eine Statue wie in der Bibliothek. Hier noch irgendwas? Nee. Ah. Zum Glück wird das nur einmal ausgelöst. Ah, ich habe schon wieder gut was verloren. Alles egal. Die ist weg. Mary ist weg. So. Alles gut. Schreckt mich jetzt nicht auf. Wofür kann ich den Ast benutzen, ist die Frage. Gibt es hier noch mehr Sachen? Wahrscheinlich, ja. In den Bäumen irgendwo. Super gute Idee, irgendwas außerhalb der Sicht zu verstecken. Dass ich hier alles absuchen muss. Ne? Okay. Vielleicht war das wirklich nur diese eine Münze jetzt. Matsch, 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 matsch. Platsch, platsch, platsch. Okay. So, ja. Oh. Warum seid ihr jetzt hier, bitte? Alter. Schneckenfrau gibt aber schnell kleinen Ball. Aber wie stark sind die Monster hier auf einmal? Ich meine, wie halten die auch aus? Cool, hab mich nochmal getroffen. Obwohl ich eigentlich weit genug wegstand. So.
Glückchen. Ah, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so ganz cool mit den Münzen und den Tränen. Ja, ist ja gut. So, wie viele Speicherpunkte gibt es denn eigentlich? Kann man machen. 15. Bisschen wenig, finde ich, ja. Aber gut, ich habe ja auch diese Tinte, ne, die unendliche. So, wir haben die Puppe. Und wir haben noch die Muskete. Kann ich die nicht irgendwie kombinieren mit... Es geht nicht. Nee, ich muss die doch ewig kombinieren können. Mit irgendwas. Was ich noch nicht habe. Und ich brauche noch diesen dummen Unendlichkeitsschlüssel jetzt. Oh, Kinder. Könnt ihr mich überhaupt wahrnehmen? Oh, wo kommt der jetzt her? Also, stirb jetzt. Tauchen die plötzlich einfach so auf, oder wie? Also, jetzt kommen ja auch Viecher, ne? Nee. Der eine sich einfach mal so frech durch den Boden durchgezeckt hat hier. Und reißt. So. Aha. Bitteschön. Ach. Wunderbar. Ja, aus alle. So, eins fehlt noch. Die wunderschöne Frau. Aber was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ah. Oh, auch wieder neue. Oh, mache ich denn? Warte mal, hier war beim Aufzug noch was. Items zum Einsetzen. Mal gucken, was das für welche waren. Jetzt habe ich ja schon was davon. Ah. Dreieck. Das scheint zu fehlen. Ist die Puppe oder? Macht eigentlich keinen Sinn, dass hier eine Puppe fehlt, aber... Ah. Nee, das scheint es auch nicht zu sein. Wäre auch zu einfach. Das ist irgendwas Mechanisches, nicht irgendwas wie ein Ast. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Habe ich noch irgendwas? Ich habe hier noch... Türhaken, die Münze. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Heilung. Ich habe nur noch zwei Stück. Zweieinhalb. Eieiei, jetzt muss ich sparsam sein. Wenn man auf den Rest kommt. Alles klar, wir gehen mal wieder hier hoch. Aber da oben ist noch ein Fragezeichen. Warum ist hier noch ein Fragezeichen? Also wenn wir hier rausgehen, ist noch was zu erledigen oder wie? Oder was? Also hier draußen ist noch irgendwas an Rätseln zu erledigen. Ach guck mal, er ist auch weg jetzt. Ist verschlossen. Ja, gut. Also hier drin ist noch was zu tun, oder wie? Da wo hier gleich wieder diese dummen, ekelhaften Fledermäuse kommen. Die aussehen, als hätten sie Maulwurfschnauzen oder so. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, ist das schnellste, oder? Mal gucken.
Solange keine Gegner kommen, ist alles cool. Kann ich nämlich schön lang sprinten. Ach, warte mal, ich habe ja... Ah, ich muss ja nochmal zu dem... Nee, ist doch nicht das Schnellste. Ich muss nochmal zum Klavierfuzzi. Ich könnte wetten, er wird auch noch ein Boss oder sowas, ja? Warte, hier ist aber falsch. Hier komme ich nicht zu dem Klavierfuzzi. Egal, wir sind jetzt hier oben und... Und hier ging es weiter. Dann nehme ich erstmal die Tinte. Jetzt hier nochmal speichern. Okay. Und nur ist ein neuer Bereich. Hier waren wir doch nicht. Was haben wir denn da? Ah. Soll ich mir das mal aufmalen vielleicht? Ich mal mir das mal auf. So. Da. 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 Was soll ich mit ein Foto? Komm, ich mach mir ein Foto. Ist vielleicht besser. Wenn da noch mehrere sind. Hä? Was hat mein Handy, ne? Wenn ich für irgendwelche Pixel spiele, wo man dann Screenshots machen kann für Rätsel. So, haben wir das noch. Oben sind auch wieder Buchstaben drüber. Aha. Und... Warte. Und hier. So. Gibt's hier noch eins? Da ist noch eins. Und das noch. Zack. So, warte mal, ich mach schon mal meine Galerie auf. Handy schön auf Standby. So. Alles klar. Hier war das hier. Ich habe ein ungutes Gefühl, ich sollte vorsichtig sein. Ach. Lass mich raten, das ist gespiegelt, oder? Oh je. Oh, ja, komm. Sag ich nicht nein. Sag ich nicht nein. Okay. Wie gesagt, wenn es auf dem Kopf steht, dann müsste es ja theoretisch. Ja, doch nicht. Oh. Also ist es nur. Es ist nicht gespiegelt, es steht auf dem Kopf. Also es ist gedreht um 180 Grad. Das meine ich. Das ist ein Unterschied. Ja. Das ist ein Unterschied. Gut, holen wir uns erstmal das Tonikum hier wieder. Opium tinkt. Ach, okay, jetzt habe ich doch das Tintenfässchen. Ist egal, wir haben genug Platz. So. Oh je, was ist das? Was ist das hier? Oh mein Gott. Das ist gedreht. So. Ich sehe es kaum. Y ist das. Das ist auch wieder gedreht. Das geht aber nicht so weit eigentlich, oder? Ist egal. Wird schon passen. So, das hier stimmt. Aha! Easy peasy lemon squeezy, bitches. Ein Spiegel. Alles klar, ich habe das letzte Teil für die Bibliothek. Mein Großvater glaubte nicht, dass es nur einen Gott gibt. Er sagte immer, dass in der Finsternis hinter den Sternen mehrere alte vergessene Götter hausen. Alle glaubten, er sei verrückt, aber Wahnsinn ist etwas, das tief verwurzelt ist in der Familie Steinroth. Ist der Gott, an den man mich lehrte, zu glauben, der einzig wahre Gott? Okay, cool Leute, wir sind in der Bibliothek jetzt, glaube ich. Wir haben den ganzen Schlammmassel hier überlebt. Mary, was tust du hier? Ach, da ist sie ja. Ich musste weglaufen, sie hat mich gefunden. Sie? Wer ist sie? Das kann ich dir nicht sagen, sie belauscht uns. Weißt du was, ich wünschte, ich hätte jemanden, dem ich so sehr am Herzen liege wie Alyssa dir. Mary,
Ich wünschte, ich könnte dir helfen, doch ich weiß nicht wie. Ich habe so Angst, dass dir etwas passiert. Beruhige dich, alles wird gut. Ich bin bald wieder da. Bitte pass auf dich auf. Jetzt auf einmal ist sie nett zu mir. Vorher war sie so ein bisschen biestig. Gut, dass ich dem Vieh im Keller gesagt habe, Vincent, dass ich nicht weiß, wer sie ist. Was mache ich denn jetzt mit den Sachen hier, mit der Puppe und mit dem Ast, bitte? Mädchen. Das ist doof. Lass es mal mit. Vielleicht kann ich ja die Puppe in ihr Zimmer legen oder so, ha? Huh? Nee, wird auch nicht passieren. Gibt nichts. Wird nichts auslösen, ha? Huh? Ach komm. Ja, ist doch nix. Alles gut. Victor, alles gut. Beruhig dich. Auch nicht schon wieder. Irgendwas? Ne. Ah, mein Kopf. Es passiert schon wieder. Ja, bitte. Ja, toll. Jetzt, wo ich nicht unbedingt so viel Platz habe. Stirb, Monsterbaby. Und noch mehr Money, sehr gut. Naja, ein Schuss halt immer, ne? Oh Mann. Komm her, du Sau. Halt nicht. Oh nein. Das. Arschfliegen. Oh nein, nicht noch mehr, bitte. Ja. Euch beiden recht, wisst ihr das? Ihr ärgert mich die ganze Zeit. Sehr gut. Mit Heilung ist auch echt knapp jetzt langsam. Ich muss ein bisschen aufpassen. Lachte er und rannte hier ruhig wie so ein Berserker. Okay. Ich gehe erst mal gucken, was die Spinne da unten macht. Ja. Hallo? Aha. Geht aber schnell kaputt. Na gut, letztes Mal war es auch recht schnell kaputt. Nicht nur versteckt, sondern das kam mir alles ein bisschen spannender vor. Ah, sehr schön. Was bist du denn schon wieder? Nicht weiter wild, glaube ich. Köstlich. Ja. 5 Schuss gefunden. Ist doch schon mal gut. Keine Heilung verbraucht. Ich weiß, was diese Träumerei hier soll. Ist das vielleicht irgendwas, was wir raufbeschworen haben? Irgendeine andere Gottheit, die jetzt hier wahnsinnig macht. Ach du Scheiße. Das hat einen Kleiderbügel im Kopf. Gut seht ihr aus. Das sind wir. Der Priester, der im Rollstuhl, der Musiker, der schon tot ist. Der im Rollstuhl war ja Victor in der... also die Spinne, ne?
Ist das eine Kapelle? Die kommt mir bekannt vor, als hätten wir hier viel Zeit verbracht. All diese Leute. Ich erinnere mich vage an diesen Moment. Oh je, yeah, noch eine Kanzel hier. Sieht ja alles geil aus, du. Irgendwas hing am Kreuz. Haben die etwa versucht, Satan anzubeten und ihre Wünsche zu erfüllen, oder was? Oder halt eine andere Gottheit, aber ich meine... Also Blutopfer sind jetzt nicht immer so eine coole Sache, glaube ich, generell, wenn man irgendwas möchte von irgendeiner anderen Entität. Ich glaube, Blutopfer sind so ein bisschen so das Letzte, was ich machen würde. Ah! Alter, was? Ich bin schon wieder auf dem Dach. Was ist da gerade, was ich gerade gesehen habe? Sind das Erinnerungen? Alissa, ich muss sie finden und von hier verschwinden. Alter, mach mir nicht immer so eine Angst hier. Patsch, 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 patsch. Da ist das Klavier. Ja. Okay. Na gut, das war nur zum Quatschen, aber auch schön, dass wir es gemacht haben, finde ich. Ach nee. Ledermäuschen. Ah. Für diese Gegner, die einfach so aus dem Nichts erscheinen, ist toll. Okay. Oh, hallo. Ah, nein, nicht jetzt. Oh Mann. Das ist doch blöd. Ausgerechnet jetzt kommt so ein... Ja. Und ausgerechnet dann raff ich nicht, dass ich... Ich hab gerade auf mein Handy geguckt. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Beine backen hier. Warte mal, mir fällt gerade noch ein. Ich hatte doch am Anfang einen Raum. Warte mal, mir fällt das... Warte... Mir fällt ein, ich hatte doch hier am Anfang diese Räume, für die ich einen Dietrich gebraucht habe, ne? Aber statt auf was von wegen, ich kann sie mit Gewalt öffnen. Geh doch mal ganz kurz hin, bevor der Part gleich vorbei ist. Ist nämlich nicht mehr so lang hin. War das nicht hier? Da oben? Warte mal, kann ich die Puppe hier vielleicht ablegen? Habe ich ja schon mal probiert. Da habe ich ja vorhin gesagt. Dad. Offensichtlich aber nicht. War das hier? Habe ich aufgesperrt. Stand ja mit etwas Gewalt, kann ich die aufkriegen, ne? Nicht wahr? War das die hier? Die Tür hier. Ach ne, ich weiß, wo es war. Moment. War unten. Hier. Momenten. Hier war das, ne? Liegen da diese Schleimhaufen rum? Ah. Mit Gewalt. Es hört sich halt an. Es geht aber nicht mit Gewalt. Nee, schade, das ist doof. Jetzt haben wir sowas wie ein Dietrich gebraucht hier. Gibt's vielleicht noch Dietrich und ich habe die einfach noch nicht gefunden? Da war ja eine 1 dran an den Dietrich übrigens. Ja, ist egal. Gut, Leute, ich werde mal speichern gehen. Und
dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Zu Lamenton. Nicht vergessen, lasst mir eine Bewertung da. Also Daumen nach oben. Man wird euch loben. Und dann tschüss.